Shalom, Shalom. Allerliebste Grüße aus unserem wunderbaren Hotelgarten in Vision für Afrika in Chiunga in African Village. Ja, ich wurde gefragt, ich soll ein bisschen erzählen über was wir hier bieten. Ja, ich kann euch nur sagen, alle Leute, die zu unserem Besuch kommen, und es kommen sehr viele aus Europa, die sind überrascht, wie schön es hier ist und wie gut es hier ist und wie die Gegenwart Gottes spürbar ist. Und wisst ihr, wir glauben, dass Gastfreundschaft ein ganz großes Geschenk Gottes ist. Und so haben wir, wir werden es euch ja zeigen, wunderbare afrikanische Häuser gebaut mit echten Strohdächern, ganz dicken Strohdächern. Und ich garantiere euch, da brauchst du kein Airconditioning, brauchst keine Heizung, da ist immer die gleiche schöne Temperatur. Und die Leute lieben es sehr, weißt du, sie sehen afrikanisch aus, aber wir haben Wassertoiletten dort, wir haben Duschen dort mit warmem und kaltem Wasser. Also es ist ein sehr gemütliches Sein hier. Und dann haben wir natürlich ein großes Schwimmbad. Ihr hört wahrscheinlich eh den Lärm. Wir haben eine Beauty School, wo du dich massieren lassen kannst, die Haare richten, die Nägel. Also wirklich mit so viel Liebe und vor allem so günstige Preise. Und alle unsere Come-and-See-Gäste genießen dieses Verwöhntwerden in unserer Schönheitsschule. Dann haben wir ein sehr gutes Restaurant. Das Essen ist sehr vielseitig, ist ein Buffet-Style. Und die Menschen genießen das gute Essen, weil wir haben fast alles frisch von unseren Feldern. Sehr viel Gemüse auch, gutes frisches Obst, natürlich Bananen und Papaya und Mangos und Passionsfrüchte, also auch Orangen. Ich kann euch nur sagen, macht mal einen Urlaub bei uns und genießt dieses wunderbare Gelände hier. Heute haben wir ein großes Fußballmatch, da ist ein bisschen Lärm auch in diesem Video. Wir haben ein großes Kaffeehaus. Meine Mama war eine fantastische Bäckerin und Köchin und so habe ich ein Café Marianne gebaut. Und zwar, meine Mama hat Marianne geheißen. Und da gibt es sogar Sachertorte, haha, mit Cappuccino. Und ganz gute Kuchen und Kekse und Fruchtsäfte, beste Fruchtsäfte, frisch von den Früchten, die nicht künstlich gereift sind. Bei uns ist weder eine Banane, noch ein Papaya, noch ein Mango künstlich gereift. Oder Ananas. Alles frisch von den Feldern, von den Bäumen. Ja, dann haben wir natürlich auch noch viele Außenstellen. Wir haben den Gebetsberg und die Leute gehen sehr gern auf den Gebetsberg. Es ist ein wunderbarer Berg mit großer Sicht auf den See. Lake Victoria, den Victoriasee, den zweitgrößten Binnensee der Welt. Und dort kann man wirklich die Gegenwart Gottes auf eine besondere Weise genießen. Gott ist dort. Und wenn du Gott nahe kommen willst, dann komm auf den Gebetsberg und verbring Zeit dort. Höre auf Gott und öffne ihm dein Herz. Ja, ich kann euch nur empfehlen, kommt und genießt diese wunderbare Atmosphäre in unseren Geländern und auch in unseren Schulen. Ihr könnt überall hineingehen und mitmachen. Und wir haben eine große Töpferei, wo die Menschen wunderbare Gelegenheit haben, also selbst zu töpfern oder auch Töpfereien zu kaufen. Ja, und dann haben wir eben viele Gebetsstunden am Morgen, am Abend. Zum Beispiel heute Abend bin ich eingeladen bei unserem messianischen Juden zur Schabbatfeier. Und das ist immer sehr, sehr persönlich. Wir feiern die jüdischen Feste auch hier. Und ich lade euch einfach ein. Kommt und schaut es euch selber an und dann sagt ihr mir, ob ich euch die Wahrheit gesagt habe oder ob es nicht der Wahrheit entsprochen hat. Also ich bitte euch, wir haben bisher
Also viele Jahre haben wir angeboten für die Zeit bei uns. Wenn es euch nicht gefällt, Geld zurück. Kein einziger hat es noch verlangt und jetzt habe ich es gestrichen. Es ist hier wirklich eine Vorstufe zum Himmel. Ich habe auch sehr wunderbare Mitarbeiter, die sehr ein dienendes Herz haben. Also ihr Lieben, kommt und verbringt einen Urlaub in Uganda. Ihr werdet es nicht bereuen. Shalom, shalom. Herzliche Grüße aus der Perle Afrikas.